Egal, ob ihr Anfänger seid beim Karpfenfischen oder schon jahrelang dabei seid, ich stelle euch heute ein Rig vor, das ihr aus wenigen Komponenten zusammenbauen könnt und das für fast alle Köder geeignet ist. Und ich traue mich zum Sagen, wenn ihr das Rig einmal fischt, werdet ihr kein anderes mehr fischen wollen. Wenn euch das interessiert, bleibt dabei. Los geht's. Für unser Rig benötigen wir wirklich sehr wenige Komponenten. Ich habe hier einmal ein Chemo-Vorfachmaterial von Corda in 30 Lips. Dann haben wir hier einmal die Chlorhaken in Größe 6. Eine Schere brauchen wir, wenn wir wollen, ein bisschen Knetblei. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Und wir beginnen damit, dass wir uns einmal gut und gerne so 25 Zentimeter von unserem Vorfachmaterial abschneiden. Und jetzt gehen wir her und ziehen einmal so um die 8 bis 10 Zentimeter von der Ummantelung von dem Vorfach ab. Das kann man entweder mit so einem Tool machen oder wenn man einen guten Zahnarzt hat, macht man es mit dezent. Dauert ein bisschen, bis man diese ganze Ummantelung unten hat. Und jetzt gehen wir her und machen uns mit dem weichen Vorfachmaterial eine große Schlaufe, die hat dann circa so 5 bis 6 cm. Und jetzt gehen wir her und machen einen einfachen Schlaufenknoten dort, wo die Ummantelung auf das weiche Vorfachmaterial trifft. Das sollte dann eine Schlaufe ergeben, circa mit 4 cm, genau so ist es. Das ist einmal der Teil, wo wir dann unseren Haken einschlaufen wollen. Wichtig ist hierbei, dass wir ein bisschen weiches Vorfachmaterial noch übrig haben. Sprich, zwischen Knoten und Ummantelung haben wir noch circa 1 cm weiches Vorfachmaterial. Und jetzt gehen wir her, drehen das Ganze um, messen uns ab, wie lang wir es fischen wollen. Ich habe es eher lieber ein bisschen kürzer, sagen wir, keine Ahnung, so machen wir es so 15 cm. Dann gehen wir her, machen uns da auch wieder eine Schlaufe, messen es nochmal ab, das passt. Und machen hinten auch einfach einen einfachen Schlaufenknoten hinein. Man kann auch einen 8er Schlaufenknoten machen. Ich mache da ehrlich gesagt immer ganz normale, habe da noch nie Probleme damit gehabt. So, bisschen nass machen. Das Ganze gut zuziehen. So. Perfekt. Überstehende Enden werden abgeschnitten, sowohl dort, wo wir dann mit der Schlaufe im ummantelten Vorfachmaterial können wir es dann einschlaufen, einfach in einen Quick Change Swivel. Und auch hier schneiden wir bei dem weichen Vorfachmaterial, schneiden wir unser überstehendes Ende einfach ab. Wenn man will, kann man auch noch die Enden mit dem Feuerzeug ein bisschen verschweißen. Das ist immer, wie man es halt gern möchte, wie viel Vertrauen man auch hat in seine Knoten. So. Ja, und jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Wir nehmen unseren Haken her. Ich habe mich hier für einen Chlor-Haken entschieden, in der Größe 6. Man kann aber genauso einen Curve-Shank nehmen, man kann einen White-Gap nehmen, eigentlich kann man das Rig fast mit jedem Haken fischen, den man möchte. Man geht einfach her, fädelt die Schlaufe durchs Auge des Hakens durch. Jetzt muss man sich noch entscheiden, wie man seinen Köder dann anbringen will. Ich bin eigentlich großer Fan von ganz normalen solchen Baitrings. Dann der Baitring drauf oder eine Baitscrew oder einen Microwirbel oder wie auch immer.
Und dann gehen wir einfach her, schlaufen unseren Haken ein, bringen das Ganze in Position, dass sich hier ein schönes D formt mit unserem weichen Vorfachmaterial. Nicht zu groß, nicht zu klein. Einfach so, ist das perfekt. So, und was jetzt noch fehlt, ist ein Kicker. Wo sind's? Wir haben jetzt also unser D geformt mit unserem weichen Vorfachmaterial. Und jetzt gehen wir einfach her und schnappen uns einen Kicker. In der passenden Größe natürlich. Ziehen den auf das hintere Ende unseres Rigs auf. Kann man auch vorher machen, wenn man will. Ich mache es meistens so. Und der hilft uns jetzt, dass unser D dort bleibt, wo wir es haben wollen. So, den ziehen wir da auf. So. Perfekt. Und das war es im Prinzip. Ein richtig gutes Rig. Super schnell zum Binden. Und der große, große Vorteil von dem ist, wenn der Haken einmal stumpf ist, wir gehen einfach her, Kicker runter, schieben den ein bisschen zurück, dann gehen wir her, schlaufen unseren Haken aus, Haken wird getauscht, neuer Haken drauf, einschlafen, Kicker wieder drauf und wir fischen schon wieder. Das ist ein richtig, richtig großer Vorteil, dass man richtig schnell den Haken wechseln kann. Wir haben dadurch, dass wir die Ummantelung vom Vorfachmaterial hinuntergezogen haben, haben wir auch sehr ein schönes, weiches Spiel da vorne, sprich der Haken kann sich in alle Richtungen drehen und dieses Rig kann man wirklich fischen mit Pop-Ups. Ja, wenn wir es mit Pop-Ups fischen, dann würde ich hier noch am Knoten ein bisschen Knetblei drauf tun, dass wir einen Gegengewicht haben. Man kann es mit Waftern fischen, wir können es mit Bottom-Baits fischen, wir können es mit Partikeln fischen, wir können es mit Fake-Maiskörnern fischen. Wie gesagt, ich fische dieses Rig wirklich mit fast allen Ködern und habe bis jetzt noch nicht wirklich einen Aussteiger gehabt auf das Rig. Also die hängen alle bombensicher in der Unterlippe, so wie es gehört. Und ja, momentan eins meiner liebsten Rigs und eigentlich fällt mir kein Grund ein, warum ich jemals wieder irgendein anderes Rig fischen sollte. Natürlich, wenn es die Situation braucht, wenn es sehr krautig ist oder irgendwas, dann wird man vielleicht auf andere Rigs umsteigen. Aber so fürs 0815 Fischen ist das momentan mein Go-To-Rig und bin sehr zufrieden damit.